Hallo ihr Lieben, heute geht's um ein kleines Pflänzchen mit großer Wirkung. Jeder kennt es, aber kaum jemand nutzt es. Dabei ist es eine meiner Lieblingspflanzen, weil die sich so vielfältig verwenden lässt und weil die auch so viel kann. Dank seiner tollen Aromen gehört die Pflanze auch zu den Kräutern der Provence und darf in mediterranen Gerichten meist überhaupt nicht fehlen. Es ist doch ein Kräutchen, das fast alle mögen, besonders auch Kinder. Im Gegensatz zum Beispiel zum Salbei, der auch viel kann, aber den Geschmack mögen viele nicht. Einige sagen, der Geschmack, die Aromen erinnern sie an Medizin. Das liegt einfach daran, dass eure Eltern und Großeltern die starken Kräfte des Thymian noch gekannt haben. Vermutlich tauchte der Thymian da eher im Erkältungsbad auf oder im Kräutertee. Und unsere Vorfahren haben die Pflanze ja nicht eingesetzt, damit es für uns nach Medizin riecht oder schmeckt. Der Thymian ist nicht nur in der Küche höchst beliebt, sondern auch schon seit langen Zeiten als Heilkraut immer wieder im Einsatz, weil er gegen so viele Beschwerden hilfreich sein kann. Eine Einschränkung will ich da noch vorwegschieben, nicht dass ihr jetzt alle loslauft und euch Thymian-Tee macht. In der Schwangerschaft sollte man ein bisschen damit aufpassen, es sei denn, man hat es eilig damit, den Nachwuchs nach draußen zu befördern, denn der Thymian kann auch eingesetzt werden, um die Geburt zu befördern, um die Wehentätigkeit anzuregen. Den Thymian kann man sich auch ganz einfach nach Hause holen, auch wenn man keinen Kräutergarten hat, denn den kann man einfach im Topf anbauen und auch in der Fensterbank so seinen Thymianvorrat bei sich haben. Ich nutze den Thymian als Küchenkraut besonders gern, entweder frisch in vielen Gerichten oder eben auch in getrockneter Form oder verarbeitet zu einem schönen Kräutersalz zum Beispiel. Ansonsten kann man den Thymian auf vielfältige Weise auch bewahren und als Heilmittel anwendbar machen, zum Beispiel als Ölauszug oder auch als Thymian-Honig. Man kann auch eine Tinktur herstellen, also einen alkoholischen Auszug. Man kann auch den Thymian einfach gemischt mit anderen Kräutern als Kräuterkissen zur äußerlichen Anwendung benutzen. Man kann einen Sirup machen, aber ich finde es am allereinfachsten einfach frisch oder getrocknet, den Thymian mit anderen Kräutern oder auch einzeln, finde ich auch lecker, als Tee zu trinken. Bei mir kommt der Thymian einfach regelmäßig mit in die Teemischung rein, so wirkt er gleich auch als Vorsorge. Aber natürlich kann man den Thymian-Tee auch bei speziellen Beschwerden und Erkrankungen mit Absicht anwenden. Da empfiehlt es sich dann wieder, eine Kur zu machen und mehrere Tassen über den Tag verteilt zu trinken und das auch über mehrere Tage. Übertreiben sollte man es da auch nicht, so nach 3-4 Wochen sollte man so eine Teekur auch erstmal wieder pausieren, weil der Körper sich sonst auch an den Effekt von diesen Inhaltsstoffen gewöhnen kann und es dann weniger hilft. Die alten und auch die neuen Kräuterleute haben für den Thymian so viele Verwendungsmöglichkeiten schon gesammelt und gekannt, dass ich jetzt eher Oberkategorien mal vorstellen werde und daraus immer so ein paar Beispiele, was sich darunter so verbirgt. Dafür, dass der Thymian besonders lecker ist, kann der auch ganz viel. Der wirkt antibakteriell, beruhigend, blutstillend, kann desinfizieren, kann Entzündung hemmen, kann Krämpfe lösen, kann auch Pilze abtöten, schleimlösend, er wirkt schmerzstillend. In Erkältungstees, besonders für Kinder, aber natürlich auch für uns Erwachsenen, ist der Thymian eigentlich nicht wegzudenken. Der ist in fast jeder dieser Teemischungen mit dabei, eben weil er besonders gut auch bei Erkältungen und bei Atemwegserkrankungen hilft. Das kann zum Beispiel Asthma betreffen, Bronchitis, bei Halsentzündung, bei Heiserkeit oder Husten kann man den Thymian-Tee ganz wohltuend zu sich nehmen. Wenn man zum Beispiel Zahnfleischentzündung hat oder irgendwie so offene Stellen oder Wunden im Mundbereich, da kann der Thymian auch einfach zum Gurgeln ganz gut benutzt werden. Auch im Magen- und Darmbereich kann der Thymian uns gut helfen, wenn das Verdauungssystem betroffen ist, gerade bei Blähung, Durchfall, bei Magenbeschwerden, auch bei Sodbrennen oder einer allgemeinen Verdauungsschwäche. Da ist der Thymian-Tee eine gute Idee. Ebenso kann der Thymian wirksam sein bei Gicht und Rheuma, so Sachen, die meist eher den Stoffwechsel betreffen. Aber auch den Harnapparat kann der Thymian ganz gut unterstützen, zum Beispiel auch bei Blasenentzündung, bei Blasenschwäche oder auch bei Nierenentzündungen. In der Frauenheilkunde ist der Thymian auch hoch geschätzt, egal ob das Menstruationsstörungen betrifft, starke Krämpfe, Unterleibskrankheiten und in besonderen auch Wechseljahrsbeschwerden. Der Thymian hilft gerade gut bei solchen Erscheinungen wie der massiven Schweißbildung oder so Hitzewallungen. Deswegen kann der im Allgemeinen auch bei Wechseljahrsbeschwerden richtig gut helfen. Der Thymian wirkt aber nicht nur auf unseren Körper, er hat auch eine gute Wirkung auf unsere Seele, auf unseren Geist.
im Groben auch aufs Nervensystem, egal ob das Albträume betrifft oder auch eine Nervenschwäche, Depression oder Schlaflosigkeit. Da könnt ihr den Thymian-Tee richtig gut benutzen. Umso länger ich zum Thymian recherchiere, umso häufiger stoße ich auch auf richtig harte, handfeste Symptome, Beschwerden, Beeinträchtigungen oder Krankheiten, wo der Thymian wirksam angewandt wurde. Da sind auch Sachen dabei wie Multiple Sklerose, Schlaganfälle, epileptische Anfälle. Auch auf unseren Bewegungsapparat kann der Thymian richtig gut wirken. Bei Gelenkschmerzen, auch bei Quetschungen, Verrenkungen oder Verstauchungen könnt ihr mal nachschauen, wie der Thymian da am besten angewandt wird. Und auch wer Hautprobleme hat, ist mit dem Thymian gut beraten. Da findet man vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, auch bei schwer heilenden Wunden, bei Pickeln, bei Gürtelrose, bei entzündeten Wunden und auch bei Ekzemen. Für diese äußerlichen Anwendungen kann man den Thymian einfach genauso als Tee aufkochen, wie man den auch trinken würde, etwas länger ziehen lassen und dann auf die betroffenen Stellen regelmäßig auftragen, entweder mit einem Tupfer oder einfach einem Tuch. Ich genieße jetzt meine leckere gesammelte Kräuterteemischung. Hat die nicht eine wunderbare Farbe? Hier sind jetzt auch die Ringelblumen und die Goldrute wieder mit drin. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch die Videos zu diesen beiden Pflanzen jetzt noch schauen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!